Was meinen Sie, wie lange dauert es, bis ein Neuwagen das Fließband verlässt? Der VW Golf zum Beispiel kann in weniger als 23 Stunden produziert werden. Was vor allem an den vielen Fertigteilen liegt, die auf der Produktionsstraße ja nur noch zusammengesetzt werden müssen. Aber könnte man auch ein Haus an einem Tag bauen und zur Schlüsselübergabe bereit? Ein Haus, das alle individuellen Wünsche des Bauherrn berücksichtigt? Die TU München ist zusammen mit einem Industriepartner auf dem besten Weg dahin. Ein individuelles Traumhaus, in der Fabrik produziert und in einem Tag gebaut. Zu Preisen, die sich viele Menschen leisten können. Das klingt wie eine Revolution. Und diese Männer haben sie angezettelt. Professor Horst Wildemann, Wirtschaftswissenschaftler an der Technischen Universität München, und Manfred Grundke, Geschäftsführer des Gipsplattenherstellers Knauf aus dem fränkischen Iphofen. Sie sind angetreten, um verkrustete Regeln zu brechen. Ihr Plan? Sie wollen einzelne Hausmodule am Fließband fertigen, wie Bad, Küche, Wohnzimmer. Daraus können sich Kunden dann ein Traumhaus zusammenbauen, ganz nach ihren Wünschen. Individuelle Häuser industriell zu fertigen, das ist das Ziel. Und zwar zu signifikant anderen Kosten, als sie zurzeit produziert werden. Wir sprechen von 70% Kosteneinsparung. Wir haben ähnliche Effekte erreicht in den letzten 15 Jahren in der Automobilindustrie. Und wenn das beim Automobil geht, gibt es keinen Grund aus meiner Sicht, warum das nicht auch im Hausbau gehen sollte. Eine wagemutige Hypothese. Um sie zu untermauern, ist viel wissenschaftliche Basisarbeit nötig. Die hat Professor Wildemann mit seinen Studenten an der TU München gemacht. Mithilfe einfachster Lego-Modelle haben sie die Grundprinzipien ausgetüftelt. Klares Ziel: Sie wollen das Wissen der Modularisierung aus der Automobilindustrie, verschiedene Modelle werden hier auf einem Fließband gefertigt, auf die Bauindustrie übertragen. Die Idee des modularen Bauens ist aber gar nicht so neu. Schon der Architekt Walter Gropius von der Bauhausbewegung hat die Grundsteine dafür gelegt. Diese Idee kam ein wenig in Vergessenheit, wurde auch diffamiert durch die Plattenbauten in der DDR. Jetzt hat man entdeckt, dass man mit den neuen Technologien, mit den Datenmodellen, mit der Automatisierung sehr individuelle Häuser industriell produzieren kann. Und deshalb hat diese Idee jetzt eine ganz hohe Relevanz. Erst jetzt, mit der Möglichkeit der Digitalisierung, kommt die neue Chance. Denn als Basis wird ein einheitliches Datenmodell geschaffen, auf das später alle Beteiligten zugreifen können. Zigtausende Daten und Preise von Baustoffen, Türen, Fenstern, Dachziegeln, Dämmwerten bis hin zur einzelnen Schraube müssen in ein komplexes Gefüge gebracht werden. So entstehen die digitalen Module für Dach oder Wand. Das Ergebnis, das sogenannte Gebäudedatenmodellierungssystem. Die Idee ist, diese Ursprungsdaten dann zu übernehmen für die Maschinensteuerung, für die Qualitätssicherung, ja bis hin zur Baustelle, immer auf gleiche Datenbestände zurückzugreifen, um dann natürlich auch Fehler zu vermeiden in diesem ganzen Prozess. Heraus kam eine Testversion eines sogenannten Produktkonfigurators. Die Bauherren können sich dann zusammen mit einem Berater mit diesem Programm das Wunschhaus selber zusammenstellen. Bad, Küche, ein oder zwei Kinderzimmer, mit oder ohne Obergeschoss. Für jedes zusätzliche Modul wird sofort der entsprechende Preis errechnet. Laufend entsteht ein transparenter Kostenüberblick. Die Software prüft im Hintergrund, ob alles realisierbar ist und den Bauregeln entspricht. Anders als beim Fertighaus ist hier eine ganz individuelle Planung möglich. Zwar entsteht kein Ziegelbau, aber alle Normen werden erfüllt. Das Ergebnis hier? 174 Quadratmeter ohne Keller für geplante 85.000 Euro. Ein konventionelles Haus in dieser Größe wäre mindestens dreimal so teuer. Im 3D-Drucker kann man die einzelnen Module zur Ansicht fertigen lassen und anschließend als Modellhaus zusammensetzen.
So kann unser Paar einen Eindruck gewinnen, wie ihr zukünftiges Zuhause aussehen wird. Aufgrund der Modulbauweise kann dieses später an die Lebenssituation angepasst werden. Wenn das Grundstück es zulässt, können zum Beispiel weitere Kinderzimmer an- oder im Alter Module rückgebaut werden. Bei einem Vordenker der Hausbaubranche im Münsterland entstehen bereits einzelne Module, hier zum Beispiel mit vormontierten Bädern. Noch läuft alles in Handarbeit, aber die Standardisierung sorgt dafür, dass beim Zusammenbau die Anschlüsse immer passen, und zwar bis auf wenige Millimeter genau. Das ist weitaus besser als bei jedem normalen Hausbau. Und so sieht das dann auf der Baustelle aus. Die Teile werden wie aus dem Modellbaukasten zusammengesetzt, wie bei diesem Krankenhausbau in Freising. Hier wurde aber noch alles am Reißbrett gezeichnet und manuell gefertigt. Die Zukunft wird schneller. 90-95% der Wertschöpfungskette muss unter industriellen Bedingungen ablaufen, reproduzierbar, zu hoher Qualität, in planbaren Zeiten. Der Hausmarkt steht vor einer kleinen Revolution. Aber aufgepasst, bestellen kann man so ein Haus heute noch nicht. Noch muss viel Basisarbeit geleistet werden, bevor die ersten Module vom Band laufen.